Aber seit langer Zeit gibt es eben auch hier vor Ort in Bürgerinitiativen Widerstand. Und wir haben diese Demo zusammen mit dem Aktionsbündnis Keine A49 organisiert. Und als nächstes spricht für euch die Sprecherin des Aktionsbündnisses, Barbara Schlemmer. Ausdrücklich.
um den beginnenden Ökozid in unseren Wäldern, um die Vernichtung unserer Natur genau zu beobachten und zu dokumentieren. Wir werden sie damit konfrontieren und für jeden einzelnen Zentimeter zur Rechenschaft ziehen. Kanzlerin Merkel hat gestern zum Beginn der UN-Konferenz für Biodiversität erklärt, wörtlich: Umweltzerstörung, Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt beschleunigen sich, wie es das in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Dies bedroht Lebensqualität, Wirtschaft und sozialen Zusammenhalt. Es führt jetzt kein Weg daran vorbei, dass wir jetzt wirksame Maßnahmen zum Schutz unserer Lebensgrundlagen ergreifen oder verstärken. Wir können uns nicht leisten, das zu ignorieren und noch mehr Zeit zu verspielen. Wir müssen Schutzgebiete besser schützen und nachhaltiger wirtschaften, auch in Deutschland. Zitat Ende. Wenn das so ist, liebe Frau Bundeskanzlerin, dann fordern wir Sie und die Bundesregierung auf. Stoppen Sie die A49, retten Sie den Dannenröder Wald und das FFH und Naturagebiet 2000 Herrenwald. Wofür ich mich ausdrücklich bedanke, in großer Sorge. Unter anderem in den letzten Tagen ein Rechtsphilosoph. Er schreibt: Mit der Bereitschaft des Staates, des Landes Hessen, und da adressiere ich ausdrücklich Schwarz-Grün, mit der Bereitschaft der Kreise, mit Gewalt, die Planfeststellungsbeschlüsse von 2012 durchzusetzen, begibt er sich in die Nähe einer rigorosen formalistischen Haltung, die das Naturrecht missachtet, auf dem die Menschen- und Grundrechte fußen. Seit dem Beginn der Planungen für die A49 in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts haben sich die Sach- und Rechtsverhältnisse dramatisch verändert. Es gilt die Wasserrahmenrichtlinie, die dem Gewässerschutz dient, und seit 2015 gilt das Pariser Klimaschutzabkommen, dem sich die Bundesregierung verpflichtet hat. Das sind Normen, die dem Natur- und Lebensraumschutz dienen. Sie fordern vernünftige Verhaltensweisen, letztlich auch zum Schutz der Menschenrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und intakte Mitwelt. Auch deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht am 23. Juni betont, dass die Pläne für die A49 heute nicht mehr genehmigungsfähig wären. Noch am vergangenen Samstag haben die mittelhessischen Wasserversorger in der Presse mitgeteilt, dass der Bau der A49 im Wasserschutzgebiet des Kleentals einer Operation am offenen Herzen gleicht. Mit dieser Operation wird das Trinkwasser von 500
ausgeschlossen werden, wenn alle Maßnahmen und Bedingungen erfüllt sind, die das Gutachten zugrunde legt. Wir sehen bei den Ausgleichsmaßnahmen, dass Degestar der Sache schon nachkommt. Wir haben kein Vertrauen darin, dass Sie das so umsetzen, dass das Trinkwasser nicht gefährdet wird. Deshalb lest das Gutachten, macht euch ein eigenes Bild. Es besteht eine immense Bedrohung für das Grundwasser und wir meinen, es ist unverantwortlich, das zu riskieren. Daher ist es eine moralische Verpflichtung, den Weiterbau der A49 zu stoppen. Das Todesurteil für den Wald muss aufgehoben werden, jetzt. Zuständigen Stellen zu bringen, haben wir Karten vorbereitet, die man versenden kann an die Hessische Landesregierung. Wir danken für diese Initiative Gerhard Keller und seiner Partnerin. Bitte unterschreibt diese Karten, werft sie in diese Boxen, dann werden sie entsprechend an die Stelle, an den Adressaten gebracht. Ich muss jetzt schnell schließen, ich habe bestimmt schon überzogen, was ja sonst nie vorkommt. Ihr seid die Lebensversicherung für unseren Wald. Kommt daher wieder und stellt euch schützend davor.